und zwar Meinungsunterschiede, die nicht aufgehoben werden können. Warum können sie nicht aufgehoben werden? Weil alle Parteien, die verschiedene Ansichten haben, sich auf Offenbarungstexte berufen. Also alle haben Beweise. Es geht nicht darum, ich habe es nicht mitbekommen. Wenn man es nicht mitbekommen hat als Gelehrter, dann war es das. Und das macht jeder Gelehrte. Wenn er etwas mitbekommt, okay, tut mir leid, ich lag falsch, bitteschön, richtig ist das. Und deswegen sagt auch Schafi'i und auch andere, rahimahullah, wenn ihr mitbekommt, dass meine Ansicht dem Hadith widerspricht, dann schmeißt meine Ansicht gegen die Wand. Also schmeißt sie weg. Also nicht, dass ihr denkt, Imam Schafi'i hat gesagt, Punkt, aus, Ende, Schluss. Nee, nee, wenn ihr mitbekommt, meine Ansicht widerspricht dem eindeutigen Beweis, das war's dann, dann gilt was? Dieser eindeutige Beweis. Es geht nicht darum, Hauptsache es kommt irgendein Hadith. Nein, nein, weil es kann ja sein, dass dieser Gelehrte sehr wohl den anderen Hadith kennt, aber, wie wir noch sehen werden, er nimmt ihn nicht als Beweismittel. Warum? Aus verschiedenen Gründen. Er sagt, hör mal zu, dieser Hadith ist bei mir nicht authentisch. Ich habe ihn geprüft und ich finde, er ist nicht authentisch. Der andere sagt, doch, doch, er ist authentisch. Also sind sie sich nicht einig über die Authentizität eines Hadiths. Warum denn nicht? Es kann sein, dass ein Tradent, also ein Überlieferer, bei dem einen als authentisch gilt, bei dem anderen nicht. Wie denn das? Ein Beispiel hatte ich schon öfter erwähnt. Wenn ein Überlieferer zwar als authentischer Überlieferer bekannt ist, aber zu einer bestimmten Zeit wurde er krank, wurde er vergesslich, seine Bibliothek ist verbrannt, kann ja mal passieren, weil einige Überlieferer haben abgelesen. Es gibt ja unterschiedliche Formen des Überlieferns, entweder auswendig oder du liest ab. So, wenn er einer ist, der liest ab, und das war natürlich bekannt, dieser Überlieferer, der sagt auswendig, dieser Überlieferer, der liest ab und so weiter. So, und das Buch ist jetzt weg. Jetzt wird er auswendig überliefern, aber er ist nicht bekannt dafür, dass er auswendig überliefert. Also geht er eine Stufe runter. Mal schauen, ob es nicht noch einen anderen gibt, der das auch überliefert hat, um den Hadith zu bestätigen. Das heißt also, ein und derselbe Hadith kann bei dem einen als authentisch gelten, bei dem anderen nicht. Das ist was ganz Normales. Ja, was sollen wir machen? Wie immer, folge deinem Gelehrten.